So, dann läuft die Aufnahme hoffentlich jetzt. Irgendwie habe ich wieder gar keinen Toncheck gemacht, aber es wird schon passen, hoffentlich. Hat das letzte Mal auch gepasst. Ja, aber das Problem ist, es ist immer anders mit diesem blöden Headset. Vor allem habe ich jetzt wieder bei dem Headset nur zurzeit nur Linkston, nur rechts. Also, Weil es wieder einen Wackelkontakt hat, aber hey. ich weiß nicht, ich habe so ein ziemlich billig Headset Ja. und bei mir läuft das immer noch gut, seit irgendwie 1,5 Jahren oder so, wie lange ich das Ding jetzt habe. Ich weiß gar nicht, wie lange ich es habe. Ich habe immer überhaupt kein Zeitgefühl. Das ist ja auch ein billig Headset, Gott sei Dank. Ich kaufe ja nichts Teures. Das wäre es noch. So. So. Ach, das ist in der Mitte. Oh, das ist in der Mitte. Okay. Komische Geräusche. Ja, natürlich. Husten ist ja so gut wie weg, dann muss ich jetzt ja anders wieder komische Geräusche machen. Conan und seine Professionalität. Richtig. Ach so, ja, und der HF ist wieder dabei, falls man es noch nicht gemerkt hat. Boah, nee, hat man bestimmt noch nicht. Ich glaube auch. Ich stehe ja bestimmt nur wieder in der Beschreibung und Ja, das sowieso. aber ich stehe nicht im Titel. So. Bei Super Puzzle World haben noch die Gäste immer im Titel gestanden. Ja, das war nur da. Echt? Da habe ich, ja, das habe ich danach schon nicht mehr gemacht, glaube ich. Also keine Ahnung, Super Puzzle World 3 war eh das beste Let's Play. Das stimmt. Aber nicht wegen mir. Jo, hauptsächlich halt wegen der Chuck und Sunny. Ja. Und ein Scrolling Level. Du magst doch Scrolling. Total. Vor allem so spannendes Scrolling. Ja, so spannendes. Fast so spannend wie das aus einem gewissen Hack, den du neulich gestreamt hast. Naja, da war das fast noch spannender. Aber die Level waren länger. Ja, das ist wohl der einzige Trost. Da ist keine Decke. Du bist ein Skiller. Ich dachte, das ist fest. Ich denke mal, das ist fest. Was denkst du, was das fest? Na halt, dass da, dass ich, also das. Ach ja, die Dinger, ich weiß. Ich weiß, was du meinst. Danke. Ich hoffe, da ich weiß, was du meinst. Ja, halt, wollte mich ja so rechts quasi anlehnen und Ja, da war nichts. die Dinger verwende ich auch in den meisten meiner Level, aber in dem halt jetzt nicht. Einfach weil das dann langweilig wäre. Warum nehme ich ihn mit? Ich weiß es nicht. Ich sollte ihn mitnehmen, aber erst, wenn ich auf ihn gesprungen bin. Und an deiner Stelle würde ich erst den Normal Exit machen. Ah. Damit du siehst, wo das Schlüsselloch ist, aber okay. Ja, das wäre auch eine Idee. Weil es steht ja schon in den 10 Geboten, du sollst nicht rewinden. Das ist bei uns in der Schule immer so. Da kommen die Lehrer immer mit irgendwelchen Additionen zu diesen 10 Geboten dazu. Wie du sollst nicht kippeln, du sollst nicht abschreiben und noch so ein hirnloser Scheiß. Naja, Ist ist das ja bei immerhin dir auch so kreativ. gewesen? Ist das bei dir auch? Ist Nein! das bei dir auch so Oh gewesen? Gott, ich rewind jetzt. So. Du sollst nicht rewinden, das steht in den 10 Geboten. Ich mach meine Gebote selber. So, Hilfe, kann ich jetzt hier stehen bleiben drauf? Danke. Aber ich bin Gott. Nein. Schade. Du hast lediglich diese Welt erschaffen. Damit bin ich ja so gewiss, Das was wie Gott. war's dann aber auch schon. Nein. Wärst du Gott, könntest du jetzt diesen Koopas sagen, was sie tun sollen. Twisted Conan. Eben, tun sie nicht. Ja, nachdem du ungefähr dreimal in ihn gestorben bist. Oder noch häufiger, ich weiß es jetzt nicht, hab nicht gezählt. Aber sie müssten alles tun, was du sagst. Ja. Okay. Was ein kreativ gesetztes Schlüsselloch, ne? Das war schwer. Das war richtig schwer, ne? So, Frozen Mountain 1. Oh cool, ich weiß, was für ein Level das ist. Oh, ist alles Das. rutschig hier. Ohne Selbstsetz kann das richtig Spaß machen. Natürlich ist alles rutschig. Ohne selbst jetzt kann das richtig Spaß machen, ne? Dann. Also, Gucken wir doch mal, wie viel Spaß ich haben werde. immerhin sind die Münzen. Scheiß Rutscherei. Also, eigentlich könntest du jetzt hier so zwei Pilze kaufen oder sogar einen Stern. Man kann sich ja Sterne kaufen. Das stimmt. Du könntest jetzt einen Pilz und einen Stern kaufen und dann damit einfach durchrennen. Aber nein, das machst du nicht. Deine 1000 Münzen, fast 1000, sind nur Deko. Nein! Oh. Ich sag doch, man kann in dem Level Spaß haben. Wir haben gleich wieder 1000 Münzen. Ja, Hast du siehst es du? gerade gesagt? Huch.
Ja, also schön, dass du alles wiederholst, was ich sage. Nee. Oder Teil der Sachen. Nee. Ich sage, der kauft was. Nein. Okay. Mach's halt nicht. Ja. Ich meine, ist mir nur recht, wenn mein Hack mehr Parts hat. Nein! Oh Mann! So. Ja, mach weiter so. Dann kommen noch mehr Folgen. Das mögen alle Zuschauer, vor allem Dark, weil er den Hack so mag. Ja, natürlich. Wie wir gestern im Stream festgestellt haben. Jups! 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 Ups, die sind doch alle nur froh, dass sie die Level in Folter Cap nicht spielen müssen. Ach was, Dark würde die, glaube ich, ja, Dark natürlich. Dark spielt, oh Gott, der spielt so krassen Scheiß. Ja, Dark ist, ziemlich gut, glaube ich. Und auch selber nur krassen Scheiß. Ich freue mich ja schon auf ein gewisses Inferi-Level. Ja, dann noch funktioniert es ja anscheinend nicht, also. Ja. Also, doch funktioniert's nicht. Gibt's da noch ich hab's, aber ich hab's gesehen und der Teil, der funktioniert, der ist schon böse genug. Hallo? Ah, links. Moment, links da. Ich weiß, du gehst nicht gerne nach links, aber mach. Nö, ich darf ja dafür danach nach rechts gehen, ist ja in Ordnung. Oh nee, oh nee! Ah, das wird so herrlich. Ich setz mir mal einen imaginären mit Waypoint. Du kommst immer auf die Plattform drauf, das gibt's doch nicht. Ich muss das ja vorsichtig, Alter. Das könnte ich nie. Nein! Das ist so einfach, Safe-Sistness. Das gibt's doch nicht. Kannst du das nicht schaffen? Es ist dann ist einfach, so ein, wenn man. Kann man nur so ein Conan sein? Jetzt war ich um. Ja, aber es ist halt, ich habe ja jetzt nicht mit derselben Aufregung spielen müssen wie jemand, der da wirklich komplett safe-sitless hoch ist. Da fände ich es dann schon nochmal schwieriger. Oh, das sagst du jetzt. Das war durchaus ein anspruchsvolles Level. Das geht in Geometry Dash eigentlich auch immer ziemlich chillig. So, wir holen jetzt erstmal hoch. Das geht wieder. Also nicht. Jetzt geh einfach in die Star Road, wieder in Welt 2 zurück. Genau. Wir holen jetzt nämlich die Star Road nach. Also du kannst ja auch gerne mal in die Welt 5er oder Welt 4er Star Road gehen. Ruhig mal. Geh mal da einfach gerade in die Star Road rein, links. Das haben wir schon gesehen, dass sie nicht weiterkommen. Ach so, gut, haben wir das schon. Ich weiß. Ach, aber das hier ist ja nicht die Haar, das ist ja das Richtige. Ich muss dir hier in den Stern. Aber wir haben uns das schon angeguckt, ja. Da kannst du mir vertrauen. Ach gut. So. Da war ich nämlich in den anderen Sternen drin gestanden. Aber hier drin warst du noch nicht in dem Level, aber nicht mehr ziemlich sicher. Nein, im Level noch nicht. Ah, das wird schön. In der Special World ist einiges anders. Unter anderem hast du jetzt Doppelsprünge. Oh. Ah, das wird so schön. Double Jump. Du kannst ruhig sterben, du wirst keine Leben verlieren. Also du bekommst ja, weil ich am Anfang immer das Leben bekomme, okay. So fair war ich dann da noch. Ja, der einzige Grund ist dann einfach... Nein. Nein. Einfach nein. Das darfst du nicht. Nein, doch, einfach des Videos her. Ja, okay. Also, aber nicht zwischendurch setzen, weil das macht es sehr hab ich ja nicht. Weil das macht es. Ja, eben. Das macht es ja nicht auch langweilig. Gut. Erst wenn es mich nervt, dann. Bleib stehen. Also ich denke mal, okay. Es kann dich nerven, aber. Also mich hat selbst genervt beim Testen, aber ich hab's weitaus einfacher gemacht seitdem. Das muss ich ja mal ehrlich dazu sagen. Ja, wohin geht das jetzt? Man weiß es nicht. Ja, einfach weiter, die ganze Zeit weiter. Das ist ein horizontales Level. Ah, sehr schön. Hä? Siehst du, da hast du. Ja, es gibt einen Secret Exit. Ach, nee. Das Schlüsselloch hast du eigentlich auch gesehen. Ja, ja, ich muss also zurück, ja. Ja, oder du machst erst den Normal Exit. Der mich wahrscheinlich nur einmal zurückführt. Der andere führt dich auch nicht zurück, also. Nee, ich meine auf der Map. Whoops. Ach du Schande, das ist ein gemeiner Sprung. Der geht. Ja, ja. Das ist alles getestet. Das glaube ich schon, dass der geht, aber ah, ja. Rewind immer und spring geduckt ab. Also. Ja, okay. Gut. Also es geht eigentlich wirklich. Es ist. Aber es ist, glaube ich, mit der gemeinste hier in der Ecke.
Hübsen. So. So, dann hast du jetzt schon mal den. Der taucht jetzt auf, geh mal kurz, dann ist er in den Sternen wieder zurück. Weil dann wird die Layer 2 neu geladen. Man kann irgendwie entweder nur Layer 1 oder die Layer 2 Events machen, ich weiß nicht warum. Aber man kann beide machen, ach, aber es wird dann nur eins geladen. Okay. Ist. Keine Ahnung, ich habe mich nicht mit SMB dahingehend befasst, aber es ist mir aufgefallen und es reicht mir. Strange shit is going on here. Oh Gott. Nein, Wie hast du das geschafft? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, du hast gerade einen Wallclip gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das hängt eher damit zusammen, dass dadurch, dass ich kurz oben gestanden habe. Ach so, okay. Ja, ja, kann sein. Habe ich einen Sprung mehr bekommen. So wie wenn ich, ja, das ja, war's. Es war kein Wallclip, nein. Ein Wallclip wäre so etwas Schönes, ey. Die Illusion kann ich dir nehmen. Sowas kann ich nicht. Wallclips sind richtig einfach. Ja, nee. Doch. Ja, nee. Doch, ich werde auch mal noch irgendwie Mario im Feriencamp in irgendeiner Edition rausbringen, wo das ein reiner Glitch-Puzzle-Hack wird. Zumindest plane ich das jetzt noch. Auf einmal Gegner, was ist das denn? Voll gemein. Boah, welche eine Überraschung. Gegner an einem Mario-Hack. Ja, wenn der erste. Ah. Wenn der erste Teil ohne Gegner war, ist das eine Überraschung. Ach so. Warum nehme ich den scheiß Schlüssel mit? Tschüss. Um Leben am Ende zu bekommen. Um alles mit Keychumps zu lösen. Ja, natürlich, kannst du machen. So wie in. Du kannst natürlich auch jetzt gerne wieder 5 Screens. Es waren nur anderthalb zwar, aber du kannst doch gerne mal 5 Screens hoch Keyjumpen. Nee, es muss nicht. Es ist nicht schwer eigentlich. Also ich kann dir das eigentlich in ungefähr 2 Minuten basteln. Es war nur anderthalb, willst du mich veralbern? Das war nur anderthalb Vertical Screens, das sage ich dir. Das waren nur 24 Blöcke, da bin ich mir ziemlich sicher. Mal gucken, ich habe hier doch bestimmt irgendwo eine Faircap 1 rum. Mal sehen. Hast du die verschlossen? Welche ROM? Ich verschließe meine ROMs nie. Wozu? Okay. Oh, perfekt. Ja, oh, siehst du mal. Ach so, jetzt muss ich. Ah, jetzt muss ich in Welt 3. Boah, jetzt musst du weiter. Okay. Jetzt weißt du auch, wie die Star World aufgebaut ist. Welt 3 nicht. Welt 4. Wo ist denn hier der Stern gewesen? Bei dem roten Level runter. Ach, hier runter. Dann so. Nee. Nee, ich weiß wahrscheinlich. Ich glaube, ich weiß nicht mal, wie man eine ROM lockt. Oder? Vertical. Oh. Jo, was hast denn du beim Level mit dem Namen Vertical erwartet? Ein horizontales Level? Nein. Siehst du? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da oben. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gleich da oben. Du. Es ist so insofern fair, dass keine Decke, die du nicht siehst, einen Mancher unten dran hat. Zumindest glaube ich das. Okay. Ja, gut, zum Glück habe ich noch einen Pilz gehabt. Ja, Ja, da oben auf dem Block ist zum Beispiel kein Mancher, das kann ich dir jetzt sagen, weil du siehst ihn nicht. Das wäre ja unfair. Also alle Blöcke, die du siehst, und wo du die Blöcke da drüber, die Luftblöcke da drüber nicht siehst, die haben keinen Mancher drauf, weil das wäre ja unfair. Außer, da ist irgendwas mit dem Scrolling falsch. Dann kann das natürlich passieren. Ja. War da jetzt wieder ein Schlüsselloch da unten, wo ich angefangen habe? Ja, das ist das Gimmick von allen Star World Level. Ach du Schande. Du kannst dich einfach runterfallen lassen, du hast einen Pilz. Das geht doch schief. Eigentlich ist es ziemlich einfach. Lass dich weiter links runterfallen. Ja, jetzt sind wir unten. Jetzt sind wir unten. Ja, gut, siehst du. Yay. Moment, was ist denn eigentlich da drüben? Der Intended Weg. Ach so. Aber du hast es nicht gebreakt, ich hab's. Au! Ups. Upsala, Ben muss ich mal kurz entfernen. Welche Levelnummer war das? Vertical, ne? Ja, das ist halt der da hier, ne? Ja. Ich seh's. Gut. Ja. Soll ich den wegmachen? Eigentlich ja nicht. Das wäre ja dann langweilig. Also eigentlich wäre es ja ziemlich langweilig dann. Was?
Aber da oben, guck mal, den rechts Ja, sieht da sollst du ja auch theoretisch. nicht drauf springen. Ja, Da gibt's gut, ja auch aber von weitaus deiner ein. Erklärung her, alles, was du nicht siehst. Für, sei ruhig, sei ruhig. Den normalen Weg, der vom Hersteller erdacht ist, ist komplett fair. Für weiteres übernehme ich keine Garantie. Na gut. Okay? Von mir aus. Bist du mit der Version einverstanden? Ja. Alles gut. Alles gut, Chef. So. Es ist auch nicht mein Job, meine Level breakfreundlich zu bauen. hallo? Hua! Ah, das wird jetzt so ein schwerer Nein! Wo Notspock. ist, wo ist, wo ist es da? Bring dich einfach um, dann kommst du wieder oben hin. Also bitte. Pfö. Das macht halt nicht. Sag ich halt gar nichts mehr, gebe ich dir halt keine Tipps mehr. Tipps nennt er das. Ja, Tipps. Tipps für schnellere und freundlichere Spiele. Cooper? Blöcke? Warte. Da. Siehst du? Juhu. Ich habe einen. Ups. Ups. Wird dir eigentlich nichts bringen, Ups. dass du einen Schlüssel dabei hast. Ups. Ach, so. Na, jetzt kannst du auch noch den nächsten spielen. Yay. Da unten ist das gewesen. Wie Das komme war ich die da falsche Röhre. schnellsten hin? Da. Tap, tap, tap. Infinite. Bis zur Unendlichkeit. Jetzt hast du da nicht der Doppelsprung, sondern kannst du endlich auf dem. Ach, so ein Rotz kommt jetzt, oh Gott. Ja, das wird richtig lustig. Oh je. Ich sehe schon kommen. Ah. Ah. Also das war die Welt, wo ich einfach aufgehört habe, mit dem Zu an denken. SMV Central Gedanken zu denken. Ja. Da hab ich mir dann einfach nur noch gedacht, scheiß drauf, ich mache gerne Kaizo-Hacks. Ich baue gerne Mannschaften. Nie. Es ist doch fair alles. Nie. Ja, deswegen ist man ja trotzdem aufgeregt. Das stimmt. So. Nie. Big Mario Discrimination. Oh, wie fürchterlich. Nie. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das mal tatsächlich geschrieben habe, aber auf jeden Fall würde Nein! ich dir mal raten, einen komplett vom Thema jetzt mal ablenken, dir einen Turbo-Button anzuschaffen. Ja, das hast du geschrieben, aber da verhalte ich nichts von. Turbo-Buttons sind richtig toll, damit kommt man einfach so gut mit großem Mario durch diese engen Gänge. Ja, aber nee, das. Nee. Also ich spiele immer damit. Nee, von Turbo Buttons halte ich nicht viel, ehrlich gesagt. Ich halte nicht davon viel, mir eine Minute anzugucken, wie jemand da durchspringt. Du kannst ja durch, kannst ja vorspulen. Jo, klar, aber vielleicht kommt da ja irgendein interessantes Gesprächsthema. Ja, das stimmt. Dann musst du es halt gucken. Ja. Aber nein, Turbo Button, nope. Ich könnte das Ganze hier sogar auf zwei Blöcke Platz zwischen der Decke und den Mannschaften machen. Dann müsste man da praktisch mit einem Turbo-Button durch. Aber das habe ich dann auch nicht eingebaut. Das darfst du dann ja auch nicht. Huch. Ja, das ist ja auch doof. Hey, hör auf zu self-daten. Wieso? Die Stelle habe ich schon gespielt. Das ist. Ja, und? Das darf ich. So. Aber du musst das Level halt zweimal spielen. Ja, Das aber ist halt die der Stelle Sinn haben von wir einem schon Secret gesehen. Exit. Die Stelle haben wir ja schon mal gesehen ohne Save-States. Ach so. Das ist Ja. jetzt Das Let's ist. Play-Argumentation, ey. Richtig, was man schon mal gesehen hat, muss man die nochmal machen. Na, ach so, ich brauche ja gar nicht mehr. Uff. Voll ins Gesicht. Ja. Warum nehme ich ihn mit? Tschüss. Ups. Ups. Oh Gott. Die Stelle ist nicht nett. Ah. Ich habe nie gesagt, dass der Hack einfach ist. Je.
Oh Gott. An der Stelle hätte ich echt gern wieder meinen Pilz zurück. Also an der Stelle hätte ich echt gern einen Turbo-Button. Was bringt dir der Turbo-Button da? Ich muss doch hier präzise drücken und nicht... Nein, ich kann's dir erklären. Du kannst dich dann einfach an die Decke kleben. Da ist eine Decke, ja. Ja, toll. Und aber, dann kommst du da einfacher durch. Das kann ich dir sagen. Und zwar, indem du einfach gegen diesen gelben Block springst. Ja, gut. So, und dann kannst du dich runterfallen lassen. Das kann ich ja so auch. Ja, pfe. Aber nicht so cool. Vor allem, wenn du so schnell Knöpfe drücken kannst, warum machst du das dann nie, wenn du durch enge Passagen springst? Ist das hier sinnvoll? Nö, an der Stelle nicht. Ja, eben. Ich meine, wenn du geduckt mit großem Mario durch enge Passagen springst. Ach so. So meinte ich das. Weil da mache ich es mir nach Gefühl. Ah. Also da ist halt immer wirklich das Effizienteste, einfach so schnell drauf zu hauen wie möglich. Oh Gott. Ja. Was? Das hast du jetzt aber gesafe-stated. Ja, natürlich. Warum? Ist es nicht aufgefallen, dass ich in letzter Zeit ziemlich schnell immer wieder an derselben Stelle war? Ja doch, aber... du spielst das jetzt mal ohne Safe-State. Das gibst du doch nicht. Ach man, ey. Da designt man mal einen schönen, fairen, einfachen, also okay, mehr oder weniger einfachen Hack. Dann wird ja einfach trotzdem mit Selbstzeit gespielt. Das ich quäl die Leute mit anderen Hacks schon genug. Da müssen wir dich mit dem Hack auch noch quälen. Okay, was? Hm? Ich schaue mir in Freire immer noch freiwillig an und ich denke, die meisten auch. Ach ja. Haben wir jetzt eigentlich die Star World Road? Also halt, bis auf das da, aber ich meine, wir haben jetzt alles freigestellt, wir kommen jetzt zum Schloss. Nein. Ach. Ich kann zählen. Mathelehrer. Last. Warum heißt das Level nur Last? Es ist das letzte. Echt jetzt? Zumindest bist du dir da sicher? Zumindest in der Star World. Oh, und Gott. Kennst du diese Blöcke noch? Ach so, auch manche. Warum, warum extra eingefärbt? Das, weil das die gleichen sind wie in Mario und Fan Camp 1. Die musst du doch erkannt haben, die Dinger. Das waren doch deine alten Freunde aus der Chuck-Höhle. Ja, ich erinnere mich. Oh und aus dem Yoshi-Renn-Level. Ja, siehst du, was du für schlimme Level hattest? Ich erinnere mich, ja. Und aus dem Level, wo du mit der Wolke durch den Block durchfliegen musstest. Ah, das sind so schöne Level gewesen. Ach Mann. Ich hab mir bestimmt noch irgendwo noch Raum. Ich spiele das hier die Safe State Last. Nein. Warum? Nein. Das ist so einfach. Ja, okay. Es geht vom Einfachen her. Nein, das ist total. Ich muss hier doch wohl irgendwo noch eine Raum von Fancap 1 haben. Das gibt's doch nicht. Scheiße, dann wechselt man einmal den Rechner und dann. Ja, die kann ich dir ja schicken. Muss man sich schon seine eigenen Hacks runterladen? Das gibt's ja nicht. Ich kann sie dir auch einfach schicken. Nee, ich lass mir das jetzt runter. Ich behalte ja alles. Ich kann mir das auch, glaube ich. Warte, ich glaube, das Einzige, was ich gelöscht habe, war der Hack von diesem... Wie hieß der Typ? Keine Ahnung. Der zweite Hack oder der dritte Hack, den ich gespielt habe. Das einfach nur Müll war. Also wirklich Müll. Nicht getestet und Müll. Okay. Oh, vielleicht habe ich den noch auf SMB Central rumgegangen. Ich hab den ja mal eingeschickt. wo war denn das? Wo kann man hier seine Files nachgucken? Der muss hier doch wohl bestimmt noch irgendwo sein. Alter. Vielleicht unter Rejected Hacks oder so. Und das darf ich alles wieder zurück auch, ja? Ja. Oh, okay, der Teil ging. Ist doch einfach. Total. Ach, da ist es doch irgendwo noch ein... Das gibt's doch nicht. Bum, 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 bum. Hä? Ach so. Ja, das ist ja auch nett. Einfach mal den Teil übersprungen mit den Blöcken in der Mitte. Okay. Was? 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 Habe ich da eine Röhre falsch verlinkt? Ja, das ist ja nett, das ist ja kein Problem. Das gibt's ja nicht. Ich habe eine Röhre falsch verlinkt. Ja, das ist,
macht gar nichts. Was hab ich da gemacht? Das macht nichts. Das ist ja mal Müll. Ich hab da. Deswegen hat das immer so kurz beim Testen gewirkt, als ich zurückgelaufen bin. Ich finde nicht, dass das Müll ist. Das ist alles okay. Das ist ja, ich bin so blöd, um eine Röhre zu verlinken. So. Ich finde, das war durchaus sehr nett vom Hackersteller, dass man nicht den ganzen Weg zurück musste. Was hast du gemacht? Vor allem hier, wo ist das Login nochmal? Auf SMB Central, da bin ich hier schon eingeloggt. Nein, ich glaube, es wäre echt einfach, mir den Hack einfach schicken zu lassen. Na, sag ich doch. Aber, hä? Ach komm, ich hab den doch bestimmt irgendwo noch. Das kann's doch nicht sein, dass ich meinen eigenen Hack nicht mehr hab. Das kann aber echt nicht sein. Gut, wobei also die Stelle ist jetzt ja auch mit Schlüssel nicht sonderlich schwieriger, ehrlich gesagt, deswegen. Ja, klar. Ich meine, ich hab den noch auf Mediafire rumgammeln, aber... Ach hier, wie kann ich nur den Login-Button übersehen, ey. Nimm diese Leute, die Mediafire benutzen. Oh Gott, jetzt wird's eng. Oh Gott, wie soll man das denn ohne Pilz schaffen? Uiuiui. Das geht relativ einfach. Oh nee. Ja. Hier würdest du jetzt, glaube ich, sogar mit einem Turbo-Button oben durchkommen. Achso, da oben niemals. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher mit einem Turbo-Button. Also durchschwimmen könntest du auf jeden Fall. Das wäre dann aber schon noch mehr Cheaten als irgendwie Save-States oder so. Ja, das ist ja klar, das stimmt schon. Das würde ich auch nicht machen, das wäre langweilig. Das wäre echt langweilig, das wäre doof. Ach komm schon, das musst du hier einen besseren Weg geben. Edit Profile. My Files, da ist es doch. Was? Warum werden abgelehnte Hexen hier da gespeichert? Das gibt's doch nicht. Wie? Abgelehnte Hexen werden da nicht gespeichert? Das gibt's doch nicht. Verarsche. Wie abgelehnte Hexen werden nicht gespeichert? Ja, unter My Files laufen doch eigentlich alle deine Dateien, die du hochgeladen hast. Ja. Und da sollte eigentlich auch mein Hack rumliegen. Ja, nicht wenn er 3000 Jahre lang nicht mehr runtergeladen wurde, ne? Eigentlich schon, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass die da einen unendlichen Database zur Verfügung haben. Na, die geben dir irgendwie 50 Megabyte oder so. Ich weiß gerade nicht. Mal gucken. So. My Files. Ach so, jetzt 20. Kann ich in die Mitte und komme damit zum Schloss, ja? Ja. Gut, dann gucken wir uns das Schloss beim nächsten Mal an. Danke fürs Zugucken. Das Cliffhanger. Das Epic Coin Castle. Und tschüss.